Herzlich willkommen. Du hast es offiziell geschafft und bist in der letzten Phase, ein Master der Raumdiagonale zu werden. Um diese Herausforderung zu bestehen, musst du nicht nur Grips, sondern auch Kreativität beweisen. Nachdem du jetzt schon ein halber Profi bist, sollte diese Aufgabe allerdings ein Klacks für dich sein. Um die Herausforderung zu bestehen, benötigst du Stift, Papier, Taschenrechner und Lineal oder Geodreieck. Wir sehen uns dann später wieder. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Martini und ich bin ein Zauberlehrling. In der Zauberschule wurde ich von Merlin, dem großen Zauberer, unterrichtet. Oh, da ist er ja schon. Guten Tag, Herr Zaubermeister Merlin. Jetzt wo er weg ist, kann ich euch das einzige Problem verraten. Ich habe leider in der Schule gar nicht aufgepasst. Damit ich auch meinen Meistertitel bekomme, muss ich den schwersten Zaubertrick in der ganzen Zaubergeschichte durchführen. In diesem Trick geht es darum, in einer verwinkelten Glasbox ein kleines Lebewesen schweben zu lassen. Da Zauberei eine Illusion ist, müssen sich die Schüler eine passende Strategie überlegen, um das Publikum möglichst glaubhaft zu täuschen. Hast du eine Idee, wie der Hase vom Startpunkt zum Ziel gelangt? Da mein einziges gutes Fach Mathe war, müssen wir versuchen, das Rätsel irgendwie mathematisch zu lösen. Folgende Fixpunkte hat uns der Zaubermeister gegeben. Im Würfel gibt es eine Raumdiagonale, die 3,47 Meter lang ist. Gesucht ist allerdings die Seitenlänge A. Im Quader wissen wir, dass das A doppelt so lang wie das A im Würfel ist. B ist 2 Meter und C ist 3 Meter. Was kannst du mit diesen Angaben jetzt machen? Versuche mit der Berechnung zu beginnen, zeichne dann mit diesen Werten eine Skizze und beschrifte sie. So, auch ich habe die Glasbox beschriftet. Im Quader habe ich A, B, C beschriftet, hier, und im Würfel 3 mal A in grün. Merlin hat sicher nicht damit gerechnet, dass wir so gut in Mathematik sind. Ich bin mir sicher, dass du auf die gleiche Idee gekommen bist wie ich und wir nun mit der Raumdiagonale unser gesuchtes A berechnen. Dafür stellen wir die Formel der Raumdiagonale im Würfel auf. Wir formen diese um. Das können wir ja alle schon. Das haben wir alles gelernt. A mal die Wurzel 3 ist gleich dr. Nun müssen wir umformen, dass wir auf A ist gleich kommen. Das bedeutet, wir dividieren die Raumdiagonale durch die Wurzel 3. Setzt unsere Zahlen ein, 3,47 dividiert durch die Wurzel 3. Und wir berechnen auf eine ganze Zahl. Was kommt bei dir raus? Bei mir ist A 2 Meter. Da wir jetzt A im Würfel wissen, was können wir nun machen? Richtig, A im Quader berechnen. Wir wissen, dass das Doppelte von A in unserem Würfel A im Quader ist. Also stellen wir die Formel auf. A mal 2 ist gleich A im Quader. Wir setzen ein, 2 mal 2 ist gleich A im Quader und 2 mal 2 ist gleich 4 Meter. Somit wissen wir, A im Würfel ist 2 Meter. Und A im Quader ist 4 Meter. So, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen uns überlegen, wie der Hase vom Start magisch ans Ziel kommt, ohne dass die Zuschauer merken, dass das nur ein Trick ist. Drücke auf Pause und überleg mal, wie du das machen würdest. Ich habe mir nämlich Folgendes gedacht. Ich spanne durch den Quader eine Raumdiagonale mit einem dünnen Glasstab, auf welchem der Hase laufen kann. Und dann lege ich noch so einen Glasstab auf die Raumdiagonale im Würfel, damit der Hase unbemerkt vom Start ins Ziel kommt. Was hältst du von der Idee? Und wie sollten wir die Raumdiagonalen am besten einzeichnen, damit das klappt? Hast du eine Idee? Ah, das ist eine gute Idee. Danke, so werde ich sie jetzt einzeichnen. Wir gehen vom Start zum Eckpunkt, wo sich beide Figuren berühren und dann von dort ins Ziel. Optimal! Um unseren Plan in die Tat umsetzen zu können, müssen wir natürlich wissen, wie lang unsere Glasstangen sein müssen. Demnach müssen wir die Raumdiagonale im Quader noch berechnen. Bitte mach du das, ich fahre währenddessen die Glasstangen besorgen. Stell die Formel auf, setz ein, berechne sie und runde das Ergebnis bitte direkt auf 2 Dezimalstellen. Danke dir und bis später. So, ich bin wieder zurück. Bist du fertig geworden? Sehr gut, dann lass uns direkt auflösen. Wir stellen die Formel auf. dr ist gleich die Wurzel aus a² plus b² plus c². Die kennen wir ja schon.
Wir setzen die Zahlen ein, rechnen aus. Das Ergebnis ist, dr ist gleich 5,39 Meter. Demnach wissen wir, die Raumdiagonale im Quader ist 5,39 Meter lang, die Raumdiagonale im Würfel ist 3,47 Meter lang. Nun habe ich eine Frage an dich. Wie weit muss denn mein Hase hoppeln, wenn wir wissen, dass die Raumdiagonale im Quader 5,39 Meter lang und die Raumdiagonale im Würfel 3,47 Meter lang ist? Hierfür kannst du eine ganz einfache Berechnung wählen. Wir können 5,39 plus 3,47 ausrechnen. Das ergibt 8,86 Meter. Das bedeutet, mein Hase muss also 8,86 Meter hoppeln, um ans Ziel zu kommen. Puh, das ist ganz schön viel für so ein kleines Häschen. Aber ich bin mir sicher, mein Super Bunny schafft das. Ich bin sehr gespannt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem Zaubertrick heute Abend. Ein großes Dankeschön geht natürlich an meine Assistenten und Assistentinnen für die großartige Hilfe und Vorbereitung für heute Abend. Ich werde nun diesen Hasen mit reiner Magie vom Start ins Ziel befördern. Und voilà! Vielen Dank für Ihren Applaus. Danke, danke, danke. Und der erste Platz? Ah, er gehört mir! Und ich habe den Meistertitel erhalten. Dankeschön. So, hier bin ich wieder. Sehr gut hast du das gemacht. Jetzt hat Martini endlich seine Zauberprüfung geschafft und du bist eine Expertin der Raumdiagonale geworden. Win-win, würde ich sagen. Danke, dass du mich auf dem Weg zur Raumdiagonale begleitet hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß mit deinem neuen Wissen. Bis bald.